Einer meiner Schüler fragte mich vor kurzem, lügen unsere Lehrer uns an? Ich sagte nein. Er sagte, aber sie haben uns erzählt, dass die Erde eine Kugel sei und die Erde ist gar keine Kugel. Und dann sagte ich, das ist ja richtig. Die Erde ist fast eine Kugel. Wenn man es genau nimmt, ist die Erde natürlich keine Kugel, sondern sie ist ein Ellipsoid. Und wenn man es noch genauer nimmt, ist sie kein Ellipsoid, sondern ist sie ein ungefährer Ellipsoid, der Berge hat, Täler hat, Dellen, Beulen. Und damit ist die Kugel natürlich keine Lüge, sondern nur eine Annäherung an die Wahrheit. Der Fakt, wie die Erde aussieht, ist in Worten sehr schwer zu beschreiben, wie bei allen Dingen, die wirklich existieren. Die Dinge, die wirklich existieren, die kann man mit Worten nicht beschreiben, sonst müsste man die Dinge selber nehmen und nicht Worte, um sie zu beschreiben. Die Dinge sind immer sehr komplex und haben kleine Macken oder kleine Erhebungen, kleine hier was und da was. Sie sind nicht perfekt wie die Idee. Die Idee, die ich mit Worten ausdrücke, ist eine Idealvorstellung, wie man sich etwas vorstellt, was im Kopf existiert, aber nicht das, was in der Wirklichkeit existiert. Alle Worte beschreiben immer Vorstellungen. Wenn man Realität sehen möchte, muss man in die Realität gehen und kann nicht im Kopf stehen bleiben. Und so hat der Lehrer natürlich nicht gelogen. Außerdem eine Lüge ist immer eine absichtliche Täuschung. Also, wenn man bewusst jemandem etwas erzählt, was diesen in die Irre leiten soll. Der Lehrer hat die ganz andere Aufgabe, die Kinder nicht in die Irre zu leiten, sondern den Kindern etwas beizubringen, Wissen zu vermitteln. Und das kann keine Lüge sein, es sei denn, es ist gewollt vom Lehrer, vom System, den Kindern falsche Dinge beizubringen. Dies kann auch vorkommen, wie ich bei anderen Kindern festgestellt habe, die ein Buch über die EU geschenkt bekamen, wo die Prozesse in der EU kindgerecht erklärt wurden. Leider durch das Kindgerechte wurden gewisse Fakten weggelassen. Und es sah so aus, als sei die EU direkt von der Basis von den Menschen aus steuerbar. Die Menschen können direkten Einfluss nehmen auf die Politiker und die Politiker machen dann die Gesetze. Und so einfach ist es nicht. Da müsste man erst zum Beispiel die Anstalt schauen, eine Satire-Sendung, ein Kabarett. Dort erfährt man dann, wie der Wille des Volkes sich dann Bahn bricht, immer wieder über Wahlen umgelenkt wird, bis zum Schluss nichts mehr davon übrig bleibt und dann doch jemand ganz anderes entscheidet. Aber das sind dann auch keine Lügen vom Lehrer, sondern eher Lügen des Systems. Und die muss der Lehrer dann erst selber mal finden, um dann differenziert den Kindern zu erklären, wie es sich verhält mit den Wahlen und der Macht in der EU. Dieses politische Thema ist halt auch nicht leicht und nicht ungefährlich, dies in einer Position eines Lehrers anzusprechen. Man kann da sehr schnell in eine unbequeme Ecke geschoben werden, in der kein Lehrer, keine Person stehen möchte. Man kann dann noch so liebevoll sein und so nett, wenn man falsche Dinge oder gewisse Dinge sagt, dann ist man gefährdet in seinem Beruf. Aber um nochmal auf das Wesentliche zu kommen, jeder Begriff, den wir verwenden, ist natürlich ein Wort und ein Wort ist nicht die Realität. Ein Wort ist der Versuch, mit unserem Verstand, unserem Geist, die Realität zu beschreiben, abzubilden, zu vereinfachen, zu simplifizieren. Und deswegen ist da immer ein Unterschied zwischen der Realität und den Worten. So gibt es
das Wort zum Beispiel der Kugel und reale Dinge in der Welt da draußen, die sich immer nur einer Kugel annähern, immer nur ungefähr eine Kugel sind, aber niemals eine Kugel sind. In der Realität gibt es keine einzige Kugel. Wenn man genauer hinschaut, sind es keine Kugeln, sondern jeder hat eine einzigartige Unebenheit, eine Abweichung von einer Kugel. Wenn man die Dinge vergrößert, in die Atome hineinschaut, stellt man fest, die Atome sind auch keine Kugeln und je genauer man hinschaut, umso genauer man hinschaut, umso komplizierter werden die Strukturen, umso komplexer werden die Strukturen. Die Realität ist äußerst komplex und genau deswegen benutzen wir ja die Worte, um die Realität uns begreiflicher zu machen. Wenn man einem Kind in der Schule schon die Komplexität der Realität von Anfang an in vollem Maße zumuten möchte, so wie wir das in der Wissenschaft denken, verstanden zu haben, dann ist das Kind überfordert. Daher ist das Ganze ein Versuch, dem Kind einen ersten Schritt zu ermöglichen in die richtige Richtung. Und diese Schritte sind dann fortzusetzen. Das Kind wird dann weitergehen und von dieser Stelle weiterlernen. Und das passiert auch bei den Erwachsenen. Niemand ist schon fertig bei seiner Weisheit angekommen und kann dort stehen bleiben. Ich habe oft den Eindruck, die Erwachsenen haben das Gefühl einer Überheblichkeit in sich. Sie denken, ah, ich bin fertig, ich bin erwachsen, ich habe die Schule hinter mir, ich weiß alles, was ich zu wissen habe, ich brauche jetzt nicht mehr zu lernen, ich bin komplett. Und dann bleiben sie dort stehen und entwickeln sich nicht weiter, weil sie einfach eine falsche Anschauung über sich selber in sich haben. Dabei gibt es immer Neues zu entdecken, Neues zu entwickeln, Neues rauszufinden, Neues zu hinterfragen. Liebes Kind, sei mutig und stell unbequeme Fragen. Lieber Erwachsener, sei mutig und beantworte unbequeme Fragen. Liebe Zuhörer, versucht nicht nur wiederzukäuen, was ihr mal gehört, gesehen, gelesen, erzählt bekommen habt. Versucht wirklich eigene Gedanken zu fassen, zu finden, zu kreieren. Seid ein Künstler der Gedanken und erschafft sie immer wieder neu. So könnt ihr die Gedanken der anderen, die grandiose Gedanken vor euch hatten, aus eurer persönlichen Perspektive würdigen und euren Teil zum Mosaik der Welt hinzufügen.